Blei wie ein Schmetterling. Die farbenprächtigen Falter gelten als Inbegriff für unbeschwerte Lebensfreude. Seit dem Altertum sind sie ein Symbol für Unsterblichkeit und Wiedergeburt. Die Begeisterung gilt allerdings nur für die erwachsenen Insekten. Ihre Larven, die Raupen, sind deutlich weniger sympathisch, obwohl es sich um ein und dasselbe Tier handelt. Doch die Zahl der beliebten Falter schwindet. Etwa die Hälfte aller Arten in Mitteleuropa ist gefährdet. Schmetterlinge sind Spezialisten. Wer versteht, wie sie leben, weiß auch, wie man sie schützen kann. Es gibt nur wenige Schmetterlingsarten, die als Falter überwintern. Einige tun dies in unmittelbarer Nähe des Menschen, denn dort gibt es genügend Plätze, die vor Frost schützen. Ein Admiral im Schuppen, das gab es früher kaum. In der Welt der Schmetterlinge scheint sich einiges verändert zu haben. Der Falter ist aus seiner Winterstarre erwacht. Er will ins Freie, um Flüssigkeit aufzunehmen. Doch eine unsichtbare Barriere hält ihn gefangen. Die sichere Herberge wird so leicht zur tödlichen Falle. Der Admiral hat einen Ausweg gefunden und startet seine Suche nach Nahrung. Schmetterlinge sind überall dort zu Hause, wo es Blumenwiesen und blühende Sträucher gibt. Ein unscheinbarer Schlehenbusch am Wegesrand ist zum Beispiel der ideale Lebensraum für das kleine Nachtpfauenauge. Frisch aus dem Kokon geschlüpft, müssen die Flügel zum Trocknen entfaltet werden. Dafür wird Blut durch dünne Adern gepumpt, die später vertrocknen. Es ist ein Männchen, gut erkennbar an den breit gefächerten Antennen. Im Schlehenbusch hängen auch größere Kokons. Aus ihnen schlüpfen ein paar Tage später die Weibchen. Im Gegensatz zu den Männchen sind sie nur nachts aktiv und bleiben vorerst am Busch sitzen. Damit man zueinander findet, senden die Weibchen aus einer Drüse duftende Botschaften. Das männliche Nachtpfauenauge nimmt die betörenden Lockstoffe noch aus einigen Kilometern Entfernung wahr. Bald sind zwei Männchen an demselben Weibchen interessiert. Doch mit Rivalenkämpfen verschwenden Nachtpfauenaugen keine Zeit, da sie keine haben. Ihnen fehlen die Mundwerkzeuge, daher können sie keine Nahrung aufnehmen. Es bleiben nur wenige Tage, um sich zu paaren, bevor die Falter an Entkräftung sterben. Unweit des Nachtpfauenaugenpaares hat ein Tagpfauenauge am Schlehenbusch Platz genommen, um zu trinken. Mit seinen Namensvettern ist es allerdings nicht verwandt. Das Nachtpfauenaugenweibchen hat die Spermien des Männchens in einer Blase gesammelt. Die Eier werden erst beim Legen befruchtet. Nachts geht das Weibchen auf die Suche nach einer geeigneten Stelle am Schlehenbusch. In zwei Wochen werden die Raupen schlüpfen. Jeder Lebensraum beherbergt für ihn typische Schmetterlingsarten. In Sumpf und Moor entwickelt sich einer der beliebtesten Tagfalter, den man im Feuchtgebiet gar nicht vermuten würde. Der Zitronenfalter, ein gern gesehener Gast in Gärten. Zur Paarungszeit beansprucht der Zitronenfalter ein Revier, das er nicht nur gegen Rivalen verteidigt.
Jeder Artgenosse gilt als Eindringling, so auch dieser grüne Zipfelfalter. Das weißlich gefärbte Weibchen des Zitronenfalters legt auf einem Faulbaum seine Eier ab. Der unscheinbare Strauch ist die wichtigste Nahrungspflanze der Raupen. Der Faulbaum gedeiht in feuchten Böden. Wo Moore verschwinden, wird auch der Zitronenfalter zur Seltenheit. Im Mai schlüpfen die Raupen und machen sich gleich über die frischen Blätter her. Der Appetit einer Raupe ist enorm. Immerhin muss sie in nur 4 Wochen ihr Gewicht auf das 2000-fache bringen, bevor sie sich verpuppt. Ihre Ruhepausen verbringt die Zitronenfalterraupe über der Blattmittelrippe. So ist sie für Fressfeinde schlecht zu entdecken, da sie keinen verräterischen Schatten wirft. Die Raupen zahlreicher Schmetterlingsarten sind auf wenige oder gar nur eine einzige Futterpflanze spezialisiert und damit auf sie angewiesen. Besonders beliebt ist die Brennnessel. Die frischen Triebe sind wahre Nährstoffbomben, organische Säuren, ätherische Öle und Vitamine. Weiters Kalium, Calcium und Kieselsäure. Das alles steckt im Brennnesselblatt. Und das alles benötigen die Raupen des Tagpfauenauges für ihre Entwicklung. Frisch aus dem Ei geschlüpft sind die Raupen etwa 3 mm groß. Innerhalb eines Monats wachsen sie auf 4 cm heran. In Relation zum Menschen wäre ein Säugling nach 4 Wochen etwa so groß wie ein Straßenbahnwaggon. Wie eine Herde weiden die Tagpfauenaugenraupen die Brennnessel ab. Die Gruppe schützt das einzelne Tier vor dem Gefressenwerden. Die Chancen steigen, dass es den Nachbarn trifft. Die Sperbergrasmücke hat eine willkürliche Wahl getroffen und bringt die fette Beute zu ihrem Nest. Nicht nur das Tagpfauenauge ist auf die Brennnessel angewiesen. Auch das Admiralweibchen nützt sie zur Aufzucht. Jedes Ei wird einzeln abgelegt. Nach 10 Tagen schlüpft die Admiralraupe. Das Dasein als Raupe dauert etwa 4 bis 6 Wochen. In dieser Zeit muss sich das Tier 5-mal häuten, bis es ausgewachsen ist. Raupen atmen über mehrere Öffnungen am Rumpf in ein verzweigtes Kanalsystem im Gewebe, die Tracheen. 6 kleine Punktaugen ermöglichen es, zumindest hell und dunkel zu unterscheiden. Besonders ausgeprägt sind die Mundwerkzeuge. Fressen ist ja schließlich auch die Hauptaufgabe. Raupen können mit Hilfe einer Spinndrüse Fäden erzeugen, die zum Beispiel für den Bau von Verstecken zum Einsatz kommen. Die Admiralraupe konstruiert aus Blättern und Spinnfäden eine Höhle. So ist sie vor den Blicken hungriger Vögel besser geschützt. Jetzt streift die Raupe zum letzten Mal ihre Haut ab und verwandelt sich in eine Puppe. 14 Tage lang wird sie hier reglos hängen, bis sie als Falter schlüpft. Es gibt noch einen dritten im Bunde, dessen Raupen nur Brennnesselblätter fressen.
den kleinen Fuchs. Auch er verpuppt sich mit dem Kopf nach unten zu einer sogenannten Stürzpuppe. Innerhalb von 2 Wochen wird die gesamte Gestalt des Tieres umgebildet. Die sogenannte Metamorphose ist von Hormonen gesteuert. Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge und Admiral kommen in Mitteleuropa häufig vor. Dank der Brennnessel, die in freier Natur und auf landwirtschaftlich gedüngten Böden rasch wächst. Sofern man sie nicht als Unkraut jätet. Im Gegensatz zu den Raupen lieben die Schmetterlinge die Vielfalt. Sie laben sich am Nektar unterschiedlichster Pflanzenarten und sind somit auch für deren Bestäubung wichtig. Je mehr Blüten in einem Garten, desto mehr bunte Gäste finden sich ein. Das Taubenschwänzchen zählt zu den sogenannten Schwärmern, einer Schmetterlingsfamilie mit besonders langem Rüssel. Ihr Flugverhalten ähnelt dem der Kolibris, wie man bei diesem Hummelschwärmer gut beobachten kann. Dieser Schwärmer ist ein Wanderfalter, der jährlich wegen des Klimas von Afrika nach Mitteleuropa fliegt. Blüten lässt er allerdings links liegen. Den Totenkopfschwärmer lockt der süßliche Duft, der aus den Bienenstöcken dringt. Seine Hauptnahrungsquelle ist Honig. Doch wie in den gut bewachten Bienenstock gelangen? Der Totenkopfschwärmer spaziert einfach hinein, dank einer Art chemischer Tarnkappe. Eine Mischung aus Stearin, Palmitin und Ölsäure. Und schon riecht der Falter wie eine Biene. Die Honigbienen sind von dem großwüchsigen Eindringling daher kaum irritiert. Der Rüssel des Falters ist stark verkürzt und hart. Zum Trinken von Blütennektar ist er nicht geeignet. Zum Aufstechen von Honigwaben dafür umso mehr. Der Totenkopfschwärmer, der zu den größten Schmetterlingen der Welt zählt, nimmt in einer Viertelstunde den Inhalt von mindestens 5 Honigwaben zu sich. Selbst für einen Riesen eine enorme Menge. Auf das ausgiebige Mahl folgt die Rast im warmen Bienenstock. Im Schlehenbusch ist die Raupe des kleinen Nachtpfauenauges nach wochenlanger Schlemmerei so lang und dick wie ein menschlicher kleiner Finger. Zeit, sich zu verpuppen. In der nächstbesten Astgabel spinnt sie sich einen Kokon. Die Raupe besitzt 4 Spinndrüsen. 2 davon produzieren Fäden aus einem wasserunlöslichen, fasrigen Eiweiß. Dadurch härtet das Gespinst aus. Der Kokon bietet widerstandsfähigen Schutz und gute Tarnung. Die Puppe muss unbeschadet durch den Winter, damit im Frühjahr darauf der Falter schlüpfen kann. Nicht alle Schmetterlingsraupen verstecken sich. Manche Behausungen sind sogar weithin sichtbar. Diese Bäume tragen ein eng anliegendes Kleid aus weißer Seide. Gewoben haben es die Larven der Traubenkirschen-Gespinstmotte. Unter dem Schutz des Seidenteppichs werden in großen Gruppen die frischen Triebe der Traubenkirsche verspeist, bevor sich die Raupen in der Baumkrone verpuppen. Fressfeinde gibt es genug. Für Vögel ist es gar nicht so leicht, die Raupen aus dem gesponnenen Schutzmantel zu zupfen.
Dennoch landen unzählige Gespinstmottenraupen in Vogelschnäbeln. Doch es sind nicht die Vögel, die den Löwenanteil erbeuten. Schlupfwespen vertilgen die Larven auf ganz spezielle Weise. Sie stechen ihren Legestachel durch das Gespinst und platzieren Ei um Ei in den Raupenkörpern. Der Schlupfwespennachwuchs frisst die Raupen später von innen her auf. Trotzdem überleben genügend Gespinstmotten, sodass man diese überdimensionalen Verpackungskunstwerke auch weiterhin bewundern kann. Wegen ihres Blütenduftes wurde die Traubenkirsche früher auch falscher Faulbaum genannt. An den echten Faulbäumen schlüpfen jetzt im Frühsommer die Zitronenfalter. Sie sind die langlebigste Schmetterlingsart in Mitteleuropa. Erst nach der Eiablage im darauffolgenden Frühling sterben sie. Auch die Gespinstmotten auf der Traubenkirsche verlassen im Frühsommer ihre Puppen. Wichtigste Aufgabe für die erwachsenen Tiere ist die Fortpflanzung. Und für die bleibt nicht viel Zeit, denn wie die meisten Motten leben sie nur etwa 2 Wochen. Waldlichtungen sind beliebte Heimstätten für Schmetterlinge. Hier gedeihen zahlreiche Nahrungspflanzen der Raupen, wie etwa die Heckenkirsche. Aus einem alten, vertrockneten Blatt ragt das hintere Ende einer Raupe heraus. Die winzige Larve eines kleinen Eisvogels hat hier überwintert. Jetzt verlässt sie ihr Versteck und macht sich sogleich über die Heckenkirschenblätter her. Stacheln am Kopf und verzweigte Dornen auf dem Körper dienen der Abwehr von Fressfeinden und der Tarnung, denn die Raupe ist schwer zu entdecken, solange sie sich nicht bewegt. Zur Blütezeit der Heckenkirsche ist die Eisvogelraupe ausgewachsen und sucht sich ein geeignetes Blatt, an dem sie sich verpuppen kann. Anfangs ist die Puppe des kleinen Eisvogels noch in Farbe und Gestalt an ihre Umgebung angepasst. Eine Schutzmaßnahme. Etwa 2 Wochen später, kurz vor dem Schlüpfen des Schmetterlings, erinnert sie an so manchen Bösewicht aus bekannten Science-Fiction-Stoffen. Der fertige Eisvogel sieht jedoch ganz und gar nicht martialisch aus. Viele hungrige Schnäbel durchkämmen das Blätterdach. Raupen und Puppen, die nicht ausreichend geschützt, getarnt oder gut versteckt sind, fallen ihnen zum Opfer. Manche Raupen verlassen sich auf einen besonderen Trick, um nicht aufzufallen. Die Larve des Seefalters zum Beispiel. Ihr Körper ist mit großen weißen Flecken bedeckt. Weil diese für Vogelkotkleckse gehalten werden, wird sie meist verschmäht. Auch der Wald ist Lebensraum für Schmetterlinge. Allerdings muss er hell und gebüschreich sein. Ein offener Wald bietet auf engstem Raum alles, was ein Tagfalter im Laufe seines Lebens braucht. Hier gedeihen Futterpflanzen für die Raupen und es gibt Grünflächen mit Blütengewächsen für die nektarsuchenden Falter. Bäume und Büsche sind beliebte Rendezvous-Plätze zur Fortpflanzung.
Wichtig ist auch das direkte Sonnenlicht. Schmetterlinge nützen es zum Aufwärmen, da sie wechselwarme Tiere sind. Wie dieser seltene Gelbringfalter. Weidende Großtiere sorgten einst dafür, dass die Landschaft in weiten Teilen offen blieb. Sie fraßen die Jungbäume. Bauern holten jedes brauchbare Gehölz aus dem Wald und machten daraus Waldstreu und Laubheu. So blieb der ideale Lebensraum für Schmetterlinge über lange Zeit erhalten. Auch Vögel wie der Schwarzstorch bewohnen den offenen Wald. Sein Horst ist für einige Tagfalter von großem Interesse. Die Falter saugen vornehmlich an Tierexkrementen und Schweiß. So auch der Zehfalter. Der Kot von bestimmten Vogelarten enthält viele gelöste Mineralstoffe, die der Blütennektar nicht zu bieten hat. Die Schmetterlinge profitieren nicht nur von den Hinterlassenschaften der Tiere. Einige wenige Arten verwenden ihren Rüssel sogar wie Stechmücken und saugen Frischblut. Andere Tagfalter wiederum nützen die Exkremente der Fleischfresser als Quelle für Salze und andere Nährstoffe. Entlang der Forstwege blühen zahlreiche Kräuter und Stauden. Hier tummeln sich viele verschiedene Falter. Die bunte Pracht ihrer Flügel kommt im Sonnenlicht so richtig zur Geltung. Die leuchtenden Farben ergeben sich aus dem Zusammenwirken tausender Einzelschuppen, die das Licht brechen oder absorbieren. Manche Schmetterlinge haben Flügelmuster, die nur im UV-Licht zu erkennen sind. Sie dienen als Signal für Artgenossen zur Revierabgrenzung und als Botschaft bei der Partnersuche. Der männliche Zitronenfalter hat große Signalflecken auf den Oberseiten der Vorderflügel. Weil auch Vögel im UV-Bereich sehen können, ist es für die Männchen nicht ungefährlich, Botschaften abzugeben. Das Zitronenfalterweibchen hat diese Signalflecken nicht. Es erscheint im UV-Licht braun. Um nicht aufzufallen, sitzt das Männchen daher stets mit geschlossenen Flügeln auf den Futterpflanzen. Sobald es sie öffnet, sendet es unweigerlich Signale aus. Auch der Rapsweißling hält die Flügel geschlossen und ist im UV-Licht fast schwarz. Je nach Sehvermögen des Betrachters kann ein und derselbe Falter bunt erscheinen oder fast unsichtbar sein. Nicht entdeckt zu werden ist fast noch wichtiger, solange der Schmetterling im Puppenstadium ist. Die sogenannte Puppenhaut ist steif und lässt kaum Bewegungsfreiheit. Flucht ist in dieser Lebenslage nicht möglich. Im Inneren dieser Admiralpuppe vollzieht sich eine Wandlung unvorstellbaren Ausmaßes. Auch die inneren Organe ändern ihre Funktionen. Im antiken Griechenland war die Metamorphose des Schmetterlings ausschlaggebend dafür, ihn Psyche zu nennen, als Sinnbild für die Seele, die sich von ihren sterblichen Hüllen befreit und in die Höhe erhebt. Der Admiral zählt zu den Wanderfaltern, die jedes Jahr vom Süden her die Alpen überqueren. Nicht nur robuste Tiere, wie der Steinbock, sind in dieser kargen Umgebung beheimatet. Es gibt auch Schmetterlingsarten, die sich an diesen Lebensraum angepasst haben. Und für manche kann es scheinbar nicht unwirtlich genug sein. Aus dieser Höhle weht vom Inneren des Berges her ein kühler Wind. Hier leben unterschiedliche Höhlenschmetterlinge. Es sind Nachtfalter aus der Familie der Spanner.
Vermehrt haben sie sich auf Sträuchern in tieferen Höhenlagen. Sobald sie im Frühsommer aus der Puppe geschlüpft sind, suchen sie sich einen Platz in einer kalten Höhle. Die Falter stellen nach und nach ihre Aktivität ein und warten bis zum nächsten Frühjahr. Noch ist nicht erforscht, warum die Tiere hier monatelang ruhen. Einen farbenfrohen Kontrast bieten die Bergwiesen unterhalb der Höhlen. Im Sommer blühen unzählige Disteln und Alpenblumen. Ein Paradies für den Zitronenfalter. Hier leben auch typische Gebirgsschmetterlinge, wie etwa der Felsenmohrenfalter. Zahlreiche Falterarten sind weltweit bis in Höhen von 4500 Metern anzutreffen. Schmetterlinge sind auf bestimmte Nahrungspflanzen angewiesen. Der Einfluss des Menschen auf die Landschaft ist in höheren Regionen weniger stark als im Flachland. Deshalb sind Schmetterlinge auf Bergwiesen noch recht zahlreich zu beobachten. Wer einen Hochalpen-Apollo entdecken will, kann dies nur in den Alpen. Dieser Tagfalter ist hier endemisch und mittlerweile sehr selten. Die Weibchen sind meist an feuchten, sumpfigen Stellen oder in der Nähe von Hochgebirgsbächen anzutreffen. Dort wächst der Fetthennensteinbrech, die Hauptnahrung ihrer Larven. Hier legt das Weibchen seine Eier ab. Die Raupen werden erst im kommenden Frühjahr schlüpfen. Der Sommer im Gebirge ist kurz. Einem Hochalpen-Apollo begegnet man daher nur bis Ende August. Wiesenvegetation ist in allen Höhenlagen der ideale Lebensraum für Schmetterlinge. Das wissen auch die Insektenfresser, die hier eine enorme Vielfalt an Leckerbissen zur Verfügung haben. Raupe wie Schmetterling sind für viele Vogelarten eine wichtige Nahrungsquelle. Sogenannte Trockenrasen sind besonders beliebt. Hier lebt der Segelfalter und der ähnlich aussehende Schwalbenschwanz. Beide zählen zu den größten und auffälligsten Tagfaltern Europas. Die Männchen beider Arten suchen stets den höchsten Punkt in der Umgebung. Das können Hügelkuppen, Gebäude oder Baumkronen sein. Dort findet die sogenannte Gipfelbalz statt. Die kräftigsten Männchen besetzen die obersten Bereiche und vertreiben jeden Nebenbuhler. Die Weibchen wissen, dass auf den Top-Aussichtsplätzen nur Sieger zu finden sind. Sich mit ihnen zu paaren, verspricht kräftigen Nachwuchs. Nicht alles, was aussieht wie ein Schmetterling, ist auch einer. Dieses falterartige Insekt ist ein Schmetterlingshaft. Er zählt zu den Netzflüglern und ist mit der Ameisenjungfer verwandt. Da Schmetterlingshafte nur im ultravioletten Lichtbereich sehen können, bleiben sie bei wolkigem Himmel im Gras sitzen. Sobald die Sonne zum Vorschein kommt, werden die ausgezeichneten Flieger wieder aktiv. Sie breiten zuerst die Flügel aus, um die wärmenden Strahlen aufzunehmen. Ist die Betriebstemperatur erreicht, starten sie in die Lüfte, um kleine Insekten zu erbeuten. In Mitteleuropa sind nur drei Arten der Schmetterlingshafte heimisch. Da ihr Lebensraum, der Trockenrasen, von Jahr zu Jahr schwindet, gelten auch sie mittlerweile als gefährdet. In Österreich gibt es mehr als 4000 Schmetterlingsarten.
Dieser Reichtum hat mit der Vielzahl unterschiedlicher Wiesenvegetationen zu tun, die hier zur Verfügung stehen. Vom pannonischen Steppenrasen bis hin zu alpinen Blumenwiesen. Je größer die Vielfalt an Blüten und Gräsern, desto mehr Arten sind anzutreffen. Das sogenannte Schachbrett ist heute ein seltener Anblick. Schachbretter verbringen ihr gesamtes Leben auf trockenen Wiesenflächen. Dem erwachsenen Tier bietet die mannigfaltige Blütenpracht ausreichende kulinarische Abwechslung. Auf unberührten Wiesen findet man bis heute einen beachtlichen Artenreichtum an bunten Gauklern mit klingenden Namen. Den kleinen Fuchs zum Beispiel. Oder den Perlmuttfalter. Das Blaukernauge bewohnt gerne feuchte Wiesen, heute ein Lebensraum mit Seltenheitswert. Der Kaisermantel bevorzugt Wiesen am Waldrand. Sie alle sind gerade im Begriff, für immer zu verschwinden. In den letzten 50 Jahren sind in vielen Gegenden Zentraleuropas etwa 2/3 aller Wiesenflächen verloren gegangen. Mit ihnen die Schmetterlinge. Kräuter und Blumengewächse entlang der Feldwege sind kaum mehr anzutreffen. Die verbliebenen Wiesen werden viel häufiger als früher gemäht. Einstiges Grünland ist heute Ackerland, das mehr Gewinn bringt. Artenreiche Wiesen sind längst selbst auf der roten Liste. Doch auch das vermeintliche Schmetterlingsparadies hat seine Tücken. Zum Beispiel in Gestalt einer Wespenspinne. Sie platziert ihr Fangnetz meist zwischen hoch herausragenden Grashalmen. Das ist auch die bevorzugte Flughöhe der nektarsuchenden Schmetterlinge. Das Schicksal dieses Admirals scheint besiegelt. Doch die Spinne kann bei dem heftigen Gezappel nicht richtig zubeißen. Der Admiral hat sein Leben behalten. Nur ein paar seiner bunten Schuppen hat er verloren. Vor mehr als 135 Millionen Jahren begann die Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge. Seither haben sich diese farbenprächtigen Insekten in unterschiedlichsten Lebensräumen erfolgreich weiterentwickelt. Heute ist der Fortbestand vieler Arten ungesichert. So auch für das Moorwiesenvögelchen, das in Mitteleuropa nur mehr in wenigen isolierten Kleinkolonien anzutreffen ist. Bodenentwässerung und Düngung haben dazu geführt, dass es in Österreich bald ausgestorben sein wird. Ein wesentliches Problem ist auch das häufige Mähen. Die Entwicklung von der Larve zum Schmetterling kann dadurch nicht vollendet werden. Wie die meisten Falterarten ist auch der dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling auf eine bestimmte Futterpflanze angewiesen. In seinem Fall auf den großen Wiesenknopf.
Als Schmetterling trinkt er bevorzugt den Nektar des Wiesenknopfs. Er paart sich auf dem Wiesenknopf und nur auf dem Wiesenknopf legt er seine Eier. Sie werden zwischen den Knospen der Einzelblüten platziert. Kaum ist die Raupe geschlüpft, verschwindet sie im Inneren des Blütenstandes. Hier frisst sie 3 bis 4 Wochen lang die noch unreifen Samen. Dabei nimmt sie die weinrote Farbe ihrer Futterpflanze an und ist so für Fressfeinde schwer zu erkennen. Im Spätsommer ist sie zu einer stattlichen Raupe herangewachsen. Jetzt wäre die Zeit, sich zu verpuppen. Doch die Raupe verlässt das Innere des Blütenkopfes und klettert an den äußeren Rand der Pflanze. Hier baut sie aus Raupenseide eine Verankerung. Auf dem Boden warten schon vermeintliche Räuber, doch genau dorthin zieht es die Raupe. Sie seilt sich ab in gefährliche Gefilde. Sofern die Seide nicht reißt. Um zu überleben, ist sie darauf angewiesen, von einem ganz bestimmten Tier gefunden zu werden. Schon sind rote Gartenameisen zur Stelle. Allerdings nicht, um die Raupe zu fressen, sondern sie zu entführen. Die Raupe imitiert Duftstoffe, die für Ameisen betörend sind. Daher wird sie im Ameisenbau nicht attackiert und kann hier überwintern. Sie frisst Ameisenlarven und überlässt ihren Wirten im Gegenzug ein zuckerhaltiges Sekret. Im kommenden Frühling wird sie als graziler Falter den Bau verlassen. Nur in Wiesen, die spät im Jahr gemäht werden, kann die Ameisenbläulingsraupe überleben. Doch ganz ohne Maat geht es auch nicht. Dann würden rasch wachsende Sträucher und Stauden auf den Wiesen überhand nehmen und die Gräser und Blumen verdrängen. Der selten gewordene Bläuling hängt also, wie viele andere Schmetterlingsarten auch, von einer überkommenen und unrentablen Wirtschaftsweise ab. Stare rasten auf dem Weg nach Süden in einer Zwetschgenbaumkrone. Wo hastig gefressen wird, fällt auch für andere etwas ab. Die aufgeplatzten Zwetschgen werden von Hefepilzen und anderen Mikroorganismen befallen. Das gärende Zwetschgenmus lockt Admirale an. Sie stärken sich mit dem süßen Saft für die bevorstehende Rückreise über die Alpen ans Mittelmeer. Der aus China stammende sogenannte Schmetterlingsflieder ist ebenfalls ein gern besuchter Energielieferant in der blütenarmen Spätsommerzeit. Sein Nektar macht allerdings süchtig. Die taumeligen Schmetterlinge sind nicht nur eine leichtere Beute für Vögel. Es wird auch erforscht, ob Wanderfalter, wie etwa der Admiral, durch die berauschende Wirkung einen Teil ihrer Orientierungs- und Leistungsfähigkeit einbüßen. Auf dem Sommerflieder landen auch seltene Gäste, wie das große Eichenkarmin. Wer Schmetterlingen, Bienen oder Hummeln etwas Gutes tun will, bietet in seinem Garten besser andere Blütenpflanzen an. Die Herbstaster ist eine beliebte Falterweide.
Dieses Tagpfauenauge stellt kaum Ansprüche an seinen Lebensraum. Es braucht nur etwas Wind und geschickte Kinderhände. Im Haus sorgt eine andere Schmetterlingsart für ihr leibliches Wohl, die Kleidermotte. In der Natur ist sie dafür zuständig, Fellreste toter Tiere zu verwerten. Wollanteile in unserer Kleidung sind für die Motte daher nichts anderes als Reste toter Tiere. Die Kleidermotte ist zwar ein Schmetterling, aber definitiv kein Sympathieträger. Und sie ist nicht der einzige unbeliebte Falter. Im Spätherbst geht die Schmetterlingssaison allmählich zu Ende. Doch es gibt Falter, die zu dieser Jahreszeit erst so richtig aktiv werden, obwohl die Temperatur bei Nacht schon unter 10 Grad liegt. Ein männlicher Frostspanner ist auf der Suche nach einem Weibchen. Die Weibchen verströmen Duftstoffe aus einer Drüse am Hinterleib. Da sie keine Flügel haben, müssen sie von den Männchen gefunden werden. Diese Nachtfalterart ist bei Obstbauern sehr gefürchtet. Bei einer Massenvermehrung können ihre Larven ganze Bäume kahl fressen. Die Weibchen legen die Eier direkt in Vertiefungen der Winterknospen. Aus ihnen schlüpfen im nächsten Frühling die gefräßigen Spannerraupen. Frostspanner sind schwer zu entdecken. Sobald sie stillsitzen, unterscheiden sie sich kaum von den Knospen der Obstbäume. Mit dem ersten Schnee sterben auch die Frostspanner. Der Zitronenfalter dagegen trotzt der Kälte. Dank Glycerin und Eiweißen kann er Temperaturen bis minus 20 Grad schadlos überstehen, um sich im kommenden Frühling zu paaren. Leider ist selbst der immer noch häufige Zitronenfalter auf dem Rückzug. Zu sehr hat der Mensch die Landschaft verändert. Nur wenige Arten überwintern wie der Zitronenfalter als Schmetterling. Einer davon ist das Tagpfauenauge, das allerdings in hohlen Stämmen oder Innenräumen Schutz vor Frost sucht. Der Admiral daneben sollte schon längst in seinem südlichen Winterquartier sein. Wie viele Wanderfalter hat auch er sein Zugverhalten geändert. Die Gründe dafür sind noch nicht erforscht. Vielleicht jedoch lohnt sich die weite Reise nicht mehr an Orte, wo die Paradiese für die zauberhaften Gaukler fehlen.